Hallo, meine kleinen Freunde der spritzigen, lustigen RPG Maker Pixel Unterhaltung und willkommen zurück zum Let's Play von Die Gräfin und die Spinne, indem ich nun aufhöre, diese komische Stimme zu machen und lieber mal meinen schlauen Zettel hervorkrame. Jawohl, ja, jawohl, ja. Es ist zwar schon eine Zeit her und er hat ein paar Kaffeeflecken abbekommen, was seltsam ist, weil ich keinen Kaffee trinke, aber der Zettel ist etwas ramponiert, aber lebt noch, um mir zu sagen, dass es hier in dieser Wüste noch ein Rätsel zu lösen gilt. Und ich habe keine Ahnung mehr. Was für ein Rätsel. Ich habe aufgeschrieben, 3 Stunden, 2 Ornamente, ein sandiger Tag. Und dann habe ich daneben ein bisschen rumgekritzelt, um zu schauen, ob der Stift überhaupt noch geht. Unterstrichen sind 3, 2, das O von Ornamente, was eine 0 darstellen soll, habe ich mir in Klammern dahinter geschrieben. Und die 1 von sandiger Tag. Ja, irgendwelche Zahlen, Angaben, aber ich glaube, wir lesen die Zettel lieber trotzdem nochmal. Allein die Analyse des Gesteins hat mich 3 Stunden gekostet. 2 Ornamente habe ich gefunden, kann sie aber nicht deuten, nachdem ich einen sandigen Tag pausieren konnte. War mir klar, dass ich endlich geschafft hatte. Okay, das hilft mir überhaupt nicht. Aber danke, danke. Als vollwertigen Wissenschaftler hat man mich nie anerkannt, aber nun sollen Sie sehen, dass ich es geschafft habe. Die geheimen Steppenfelsen erkennen eigentlich ist es ganz einfach, wenn man nur alles so tut, wie die Felsen es wollen. Die Felsen! Die gehören auch zu den Illuminaten. Wenn man die Felsen richtig deutet, ja, gibt alles auf einmal Sinn. Die alte Zivilisation scheint, waren also doch nicht nur darauf angewiesen, dass jede Form von Leben hier zwischen den beiden Felsen vernichtet wird. Oh my goodies. Was auch immer. Diese 2 Felsen hier, oder geht's da noch? Da geht's noch weiter, okay. Irgendwas hat gezischt. Und es hört sich so an, als wäre ein Fernseher kaputt. Eigentlich sieht es doch gar nicht so gefährlich aus. Schönes Skelett davor, nicht wahr? Ich befürchte, der Schein trügt. Okay, dann speichern wir mal lieber, wenn das Spiel das so möchte. Warum hat jetzt gerade mein Bildschirm schwarz geblinkt? Ich weiß es nicht. Ist auch völlig egal. So. Sind das vielleicht Schrittzahlen, die ich hier zu gehen habe? Also hier scheine ich ja relativ sicher zu sein. Aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall scheinen die irgendwelche Probleme mit ihrem Fernseher zu haben. 3 Stunden. Eins. Tod 3. So zähle ich auch immer. Verloren. Ich bin wohl zu schlecht im Videospielen. Na sowas. Okay, dann fangen wir halt hier drüben an. 1. What the fuck? Das hilft mir überhaupt nicht. Was möchtest du von mir, Rätsel? Please. Ich habe gerade erst wieder mit der Aufnahme angefangen. Nope. Er geht dann übrigens von selber davor, aber ich denke, das solltet ihr mitbekommen haben. Aber auch das ist nicht richtig. Oder muss ich doch? Zählt es doch schon von hier? Also 1, 2, 3. 1, 2. 0, 1. Das war richtig. Na gut, dann habe ich es irgendwie. Ich bin einfach ein Genie. Ein weissagendes, allwissendes, sehendes Orakel. Ey, wie? Noch so ein zweifelhaft unheilanbahnender Ort? Jo. Schornstein, wa? Raphael, please. Ach, lach. Kaplach. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Bling. Naja, Unheil, Unheil. Wir speichern. So. Warum blinkt mein Bild dauernd schwarz? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sieht man das in der Aufnahme auch gar nicht. Ich weiß es nicht. So. Stein. Der Rauch kommt wahrscheinlich durch die hier versteckte Technik. Dieser Stein sollte Wunder wirken. Raphael, nimm deine gesamte Manneskraft zusammen und wirf den Stein dort hinten hinein. Ja, ne? Easy peasy. Sehe ich denn wirklich aus, als wären meine Oberarme Baumstämme? Nun versuch's schon. Zu Befehl. Ein wirklicher Gentleman. Mit Nudelarmen.
Oh, ich erkenne dein Problem, Nudelarme. Ja, und jetzt? Muss ich jetzt hier so und... Moment! Haha! Ausgetrickst, Wand! Und jetzt hör noch endlich diese seltsamen Geräusche von weißem Rauschen auf. So, oh, eine Kiste. Zweimal Holzhelm und heller Schutzgötze gefunden. Na, da schauen wir doch mal, was das so macht. Jetzt haben wir sogar drei Holzhelme und wir brauchen keinen davon. Heller Schutzgötze schützt vor jeder Art dunkler Magie. Können wir den denn ausrüsten? Mhm, na sieh mal einer an. Schal. Also da sinkt's um 3 und da sinkt's um sehr viel mehr. Also geben wir ihr den Schutzgötzen und einen Holzhelm. Wir können die ja doch gebrauchen. Warum hatte sie noch keinen Helm? Wahrscheinlich, weil ich ihre wunderschöne Frisur nicht zerdatschen wollte und ja. Aber bringt uns das denn jetzt storytechnisch irgendwie weiter? Das wäre mal nice, ne? Ein Grabstein. Mein Gott, Raphael, du bist heute wirklich scharfsinnig. Uralt wahrscheinlich, denn sonst wäre er kaum schon vom Sand bedeckt. Wir sind wahrscheinlich die Ersten, die es vollbracht haben, die antiken Fallen zu überleben. Trotzdem nichts Besonderes hier. Was erwartest du denn, bitteschön? Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es hier einen Schatz gibt. Nur diese sanduhrförmige Vertiefung. Mysteriös. Dann brauchen wir wohl den Sanduhrenschlüssel. Ach kommt. Bla 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 bla. Ja, steht die Sanduhr jetzt wirklich für ein sanduhrförmiges Symbol? Weil es ist ja eine Vertiefung. Oder heißt es einfach nur Warte? Und dann wird sich der Switch schon irgendwann aktivieren. Nein, nein, nein. Das wird es wohl nicht sein. Wir haben auch nicht sanduhrförmiges. Wir haben eine Lampe. Aber, einen Knüppel, einen Tigerpelz, Siegel vollständig. Aber, ja, ansonsten nichts. Aber wir können jetzt zumindest sagen, dass wir... schlauer sind als all diese Toten hier. Schaut, der war dumm und der war dumm. Der da war nicht ganz so dumm wie die anderen, aber hat es... Wie, woran ist der bitte gescheitert? Am Schloss der Truhe? Ist er verhungert? So mittendrin? Keine Ahnung. Oder er musste erstmal den Höhleneingang freibuddeln. Und der hier, das war der Allerdümmste. Das ist, ne... Wenn das waren bestimmt die 4 Daltons und das hier war dann Everett. Ja. I'm pretty sure. Und der hier, der ist einfach, das war der verschollene 5. Bruder und in der Wüste gibt's so wenig zu essen und ja. Keine schöne Geschichte, ne? Ich gehe dann einfach mal und suche irgendwas Sanduhrförmiges. Wir haben jetzt zwar dieses Rätsel gelöst, aber leider sind wir in der Story keinen Schritt weitergekommen. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was wir tun müssen, aber auf jeden Fall nicht in der Wüste herumirren, glaube ich. Was gab es hier oben nochmal? Ah ja, und eine Fogi. Fogi, gib mir deine Eier. Rote Wüstenwespe und Eier im Nest greifen an. Jaja, diese gefährlichen, hyperaggressiven Eier. Ich muss mich wehren, es ist Notwehr, jaja. Warum zeigt dieses Insekt nur so viel Interesse an den Eiern? Also heißt es einfach, das Insekt plätten und dann hilft uns der Vogel oder so? Vielleicht. Nur gegen Spinnenwesen, das ist ja ein Insekt. Trick 17. Wenn mir nichts anderes einfällt, gehe ich auf 17. Und Diabella, ich weiß nicht mehr genau, was das alles macht. Es ist schon länger her, seitdem ich die Gräfin und die Spinne gespielt habe. Nicht mit der Gräfin und auch nicht mit der Spinne. Nein, nein, ich habe sie gespielt. Diabella hat höllische Kopfschmerzen und greift an. Sie schlägt Raphael, weil sie Kopfschmerzen hat. Ja, ja. Die Wespe infiziert die Eier. Sie will wohl, dass daraus ihre Artgenossen schlüpfen. Geistergesichter. Ja, genau. Schlüpfen Wespen neuerdings aus Eiern.
Natürlich nicht, aber diese rote Wespe scheint verflucht zu sein. Und mit Flüchen lässt sich alles anstellen. Das ist fast so wie Magie. Die kann ja auch alles. Okay. Vergiftung, Blut verbrennen, Kopfweh und 30 LP. Gut. Dann werden wir mal Diabela von ihren 30 LP erlösen. Ich probiere mal den Spinnenschlag und schaue, wie viel Schaden er macht. Und den Sonnen. Nein, Moment. Nicht den Sonnenblitz. Die Schwarzglut? Nein. Magischer Kling? Nein, nein. Sie hat keinen Massenzauber. Na gut. Heilige Materie! Wurde geblendet! Und nimmt keinen Schaden. Na super. Ah! Okay, sie sind jetzt geschlüpft und schreiendes Ei. Okay. Ist aber ein sehr interessanter Kampf, muss ich sagen. Moment, sie hat doch gerade gesagt, dass die Wespe verflucht ist. Aha, ich verstehe den Hinweis. Jetzt erst viel zu spät, aber wenigstens habe ich ihn irgendwann verstanden. Aha. Nein, lass die Eier in Ruhe. Was genau macht die Wespe? Ich meine, sie piekst da rein und dann mutieren die Vögel, die da drin sind, zu Wespen? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Magietrank. Da. Und sie sticht mich. Oh nein, dann verwandle ich mich auch zu einer Wespe. Aber dann könnte ich einfach, also wenn das jetzt Raphael erwischt, bei Diabela wäre das wahrscheinlich ein bisschen, naja, so eine graublaue Wespe. Keine Ahnung. Aber Raphael könnte einfach vor all seinen Problemen davon surren. Das wäre doch gar nicht so schlecht. So. Die will nicht sterben. Hat sie keine Lust zu. So, das ist. Nee. Oh, holy. Ich glaube, dieser Kampf wird nicht gut ausgehen. Au. Au, au. Nein, nein, Diabela, stop. Diabela, please. Und du stirbst jetzt auch schon wieder. Oh Gott. Was soll ich tun? Ich kann nur mit Heiltränken um mich werfen. Arzneimittel. Nein. Leider hilft die Arznei nicht gegen den Tod. Oh Gott, bitte, please, au. Verfluchter Schlag, komm. Alles oder nichts. Nein, sie lebt immer noch. Oh Gott. Okay, halte ich noch einmal aus? Ich halte noch einmal aus, hier kommt. Was hat sie gemacht? Was? Roter Stachel. Ist sie gestorben? Weil, ne, und so. Und, oh Gott, dieser Kampf. Von der, da ist nur noch der Stachel übrig. Die will sich doch nur wieder regenerieren. Wir müssen den Stachel zerstören. Setz alles ein, was du kannst, Raphael. Ich werde mit meiner Magie draufhalten. Und mit alles meine ich diesen Trank der Urahnen. Das wird den Stachel bestimmt besiegen. Oh Gott! Der regeneriert aber nicht gerade wenig. Okay, wir halten jetzt einfach mal voll drauf und hoffen, dass uns das nicht das Genick bricht, weil ich jetzt nicht geheilt habe und wir sehr wenig HP haben. Und der Stachel lebt immer noch. Au. Oh Gott. Großer Heiltrank und heller Funke. Au. Meine Milz. Oh mein Gott. Hätte es vielleicht was gebracht, die Eier einfach zu zerstören? Ich weiß es nicht. Burn, Baby, burn, würde ich mal sagen. Und du lebst immer noch. Naja, klar, du konntest dich jetzt auch zwei Runden lang einfach regenerieren. Und das nur um über 80 Leben. Leute, ich habe eine sehr schwere Zeit hier. Und ich weiß noch nicht mal, inwiefern uns das wieder in der Story weiterbringt. Ich bin planlos und versuche einfach alles zu machen, was mir hier an Side-Quests oder Side-Events entgegengeworfen wird. Und jetzt kann Raphael nicht angreifen. Heilige... Kopfschmerz ist wirklich der schlimmste Status gerade. Ich muss mich ja irgendwie dagegen heilen und dann muss ich aber auch angreifen, weil er sich immer weiter regeneriert und jetzt haben beide Kopfschmerzen und jetzt greifen sie sich die ganze Zeit gegenseitig an und verprügeln sich und was weiß ich und jetzt habe ich nur noch ein Arzneimittel und keine Ahnung, der Abschussball ist auch noch nächste Woche. Wie soll ich das alles schaffen? Ah! Okay, jetzt
Fuck it. Okay, davon kriegt er nicht so viel Schaden. Ich werde diesen Kampf nicht schaffen. Definitiv nicht. Vor allem, weil Raphael jetzt Diabela getötet hat. Ich würde jetzt nur gerne noch ausprobieren, wie viel diese Wespen denn nun wirklich aushalten. Also diese kleinen Wespen. Und vielleicht werde ich sie dann beim nächsten Mal einfach direkt fokussen. Aber naja. Jetzt ist sie ja ganz so rosa. War die vorher auch schon so rosa? Ich dachte, die war eher rötlich. Naja. Ja, kommt. Tötet mich. Ich probiere mich hier gerade nur noch herum. Ich habe nichts mehr, um mich gegen euch zur Wehr zu setzen. Wespen haben uns in die Knie gezwungen. Unsere Mission gescheitert an ein paar Sumseln. Und das müssen wir jetzt auch nochmal machen. Ich sollte öfter speichern. Bla, bla, bla. Ja, los hier, wirf rüber und so. Nein, das kann ich nicht. Doch, ja, doch, zu Befehl, okay. Na, bist du beeindruckt von meiner Manneskraft? Da-da-da-da-da-da-di-da-dum. So. Gib mir das. Ja, ich will das ausrüsten. Nen Holzhelm. Und den Schutzgötzen. Und dieses Event sollten wir auch nochmal schnell aktivieren. Uralt, ja, das. Und da und so. Bitteschön, ja, danke. Und Sanduhr. Sanduhr. Ich bin ratlos. Ich habe keine Räder mehr. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Und ich glaube, doch, so lange ging die erste Demo noch. Ich meine mich noch zu erinnern, wann die erste Demo endete. Und ich werde es euch dann mitteilen. Sobald wir an entsprechender Stelle angekommen sind. Aber nicht jetzt, denn ich möchte euch ja nicht spoilern, solltet ihr das Spiel hier noch nicht kennen. So, Magietrank. Ja, komm. Schluck 3 hinter. Du Schluckspecht-Tirette. Und dann probieren wir es jetzt nochmal. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach nur die Eier angreifen, dann wird der Vogel ganz schön mad. Und dann haben wir vielleicht den Vogel und die Wespe gegen uns. Das Tierreich verbündet sich. Okay, aber auf jeden Fall wissen wir jetzt verflucht. Verflixt und zugenäht und magische Klingen. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Bam. Okay. Noch ist kein Ei verflucht. Und das heißt, wir lassen sie auch noch in Ruhe. Denn dem Vogel haben wir ja nichts getan. Infiziert ein Ei. So, jetzt. Die Wespe infiziert die Eier. Bla, bla, blub. Und das gefällt uns gar nicht. Und deshalb boxt Raphael das Ei jetzt einfach mal voll um. Und Diabela schneidet es in blutgerechte Häppchen. Okay, das hat viel Schaden verursacht. Das ist überhaupt nichts. Supi-dupi. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Aber ich glaube, wir töten jetzt erst die normalen Wespen, weil die mit ihren ganzen Statusveränderungen und so, das ging mir schon ziemlich auf den Sack. Lass die Klingen fliegen. Ui. Hat das jetzt noch den Damage vom Ei oder ist es wieder... Ist es quasi ein komplett neues Monster? Wurde das Ei durch ein komplett neues Monster ausgetauscht und meine ganzen Anstrengungen, und mit Anstrengungen meine ich 2 Angriffe, waren völlig vergebens. Und warum habe ich mit Diabela nicht gezaubert? Na super. Mach dir den Kampf nur selber schwer, ist schon recht. Nein, halt, Raphael greift normal an und Diabela benutzt magische Klingen. So einfach sollte es sein. Ist es aber nicht, wie man hier sieht. Wechselt das Aussehen. Aha. Und ich glaube, gegen die Stacheln waren da die Schwarzglut gut. Von der davon ist nur noch der Stachel übrig. Die will sich doch nur regenerieren. Wir müssen den Stachel zerstören. Setz alles ein, was du kannst, Raphael. Ich werde mit meiner Magie draufhalten. Jawohl. Das sieht gut aus. Wie auch immer Wespen das anstellen. Aber ich bin ja kein Biologe, ne? Da rede ich mal nicht rein. Magische Klingen. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Oh.
Nein, die Wespe ist meinen fliegenden Messern ausgewichen. Wie hat sie das nur geschafft? So. Und so. Schnitz, schnitz, schnitz. Ja, ich wollte gerade sagen, es wäre richtig awesome, wenn wir sie in ihre Stachelform bekommen. Bevor sie noch weitere Eier infiziert. Und genau das ist gerade geschehen. Ich bin stolz auf uns. Und ich glaube, dieser Kampf sollte diesmal wesentlich angenehmer und vor allen Dingen schneller vonstatten gehen als das letzte Mal. Außer natürlich Raphael verfehlt, wie der blinde Ochse, der er nun mal ist. Aber das macht nichts. Diabela räuchert einfach sämtliche verbleibende Lebensenergie aus diesem Stachel aus. Zum Glück verbraucht ihre Magie nur so wenig Mana-Punkte. Stirbt. Nein! Nicht die Eierboxen! Müssen wir jetzt die Eier noch bekämpfen? Ich will das eigentlich. Nein, müssen wir nicht. Goodies, nur ein Ei verloren. Hätte man 3 schaffen können? Ich glaube nicht. Wie viel Schaden soll ich in der Wespe noch machen? Immerhin konnten wir 2 Eier retten. Eier mal Erfahrung, 50 Erfahrungspunkte ist gleich 100 Erfahrungspunkte. Okay. Dann hätte ich den letzten Kampf gar nicht gewinnen wollen. Ja, du könntest mir ruhig eine Belohnung geben, du dummer Vogel. Fucking Erfahrungspunkte, was will ich denn damit? Ich will in der Story weiterkommen. Das hat mir nicht geholfen. Na gut, außer wenn ich storytechnisch in Bosskämpfe verwickelt werde und dann, hier drin waren wir schon. Und dann den Boss dank diesen 100 Erfahrungspunkten schneller, einfacher und effizienter umboxen kann. Aber erst dann wird sich das rentieren, aber wenn ich den Weg zum nächsten Boss nicht mal finde, dann bringt mir das alles auch nichts. Versteh doch. Hättest du mir jetzt nicht eine Sanduhr oder sowas geben können? Ich meine, sowas muss man doch einstecken haben. Aber was ist eigentlich mit dieser Kiste hier? An die werden wir nie rankommen, wa? Weil dieser Treibsand einfach nicht weggeht. Au, verdammter Treibsand. Ah, meine Milz. Na gut. Na gut. Ist ja alles gar kein Problem, nicht wahr? Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück in die Stadt, weil ich glaube nicht, dass wir hier in der Wüste noch irgendwas gerissen kriegen. Wir haben auch, glaube ich, keinen Questlog, oder? Questlog, 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 Questlog. Handbuch? Handbuch über Statuseffekte. Nein, das brauche ich nicht. Ich bräuchte einen Questlog, weil ich glaube nämlich, wir hatten noch Sidequests. Auf jeden Fall glaube ich, mich daran zu erinnern, dass wir ein Buch holen mussten. Für so eine Bäuerin, Bäuerette. Für ein Bäuerchen. Könnte mich jetzt aber auch täuschen, aber ich meine mich vage daran zu erinnern. Also ich habe mir jetzt die letzten Parts nicht nochmal angeguckt. Hier wird dieses lilane Feuer. Hier scheint jemand gerastet zu haben. Gruselig. Unheimlich. Ihr wisst es bestimmt schon alle. Ihr wisst alle schon längst wieder, was ich machen muss. Und ich verzweifle hier. Weil ich nicht organisiert bin. Na gut. Im Falle von Planlosigkeit hilft die altbewährte Methode einfach alles und jeden nochmal anzusprechen. Schön, euch wiederzusehen. Ihr könntet euch bitte verabschieden. Und das hat sie nicht mal gemacht. Sie kommt nicht mal meiner Bitte nach. Ich habe keine Lust, mit diesem Kind zu reden. Du. Liebenswerte Person. Ich habe auch keine Lust, mit Kindern zu reden. Verschlossen. Braucht wir nicht auch irgendwie ein Brecheisen oder so für so ein Gitter? So ganz vage erinnere ich mich. Ach Gott, nein, die. Und kämmte trotzdem ihre Haare. Seine eigenen ließ er sich auch länger wachsen, um sie wie tote Fische über seine Halbglatze zu legen. Was? Hirnblockade. Abenteurer sind die besten Menschen. Alles andere sind Untermenschen. Nein. Ich habe genug Informationen über die Stadt gesammelt. Auch wenn ich sie mir nicht gemerkt habe, aber... Ne? Meine Charaktere wissen's ja. Wenn irgendwas Wichtiges dabei war, werden sie es mir schon nochmal sagen. Ich kann niemals von der Wechsel, ist einfach so schön still. Bitte auf Wiedersehen sagen, danke. Irgendwie, irgendwas. Was ist in der Kiste drin? Eisenschild gefunden, okay.
Wir hatten ganz vergessen, diese arme, hilflose Frau zu looten. Diese hilflose Frau in der vollen Rüstung. Na gut, heute Abend spreche ich mit ihr. Nee. Aber ein Eisenschild glaube ich auch nicht, dass mir das hier weiterhilft. Kind! Nein, verdammt! Na gut, was gibt's? Habt ihr denn keinen Mann? Mein Mann hat mich leider nach der Geburt des ersten Kindes verlassen, weil das zweite Kind weiß ich nicht mehr. Okay. Geht bitte nicht in unser Haus. Aber ja, vielleicht liegt dort drin das Rätsels Lösung. Des Rätsels Lösung. Was machst du denn da? Seid ihr schon fündig geworden? Leider noch nicht, aber wir arbeiten dran. Ach so, für den hatten wir auch noch eine offene Sidequest. Ich glaube, eine Puppe finden oder sowas. Aber das war, glaube ich, auch nicht hier, sondern in der nächsten Stadt, zu der wir zu kommen versuchen tun. Was wir aber nicht schaffen, weil der Abschlussball ja morgen ist und gerade alle Leute die Straßen blockieren. Wie läuft's mit der Akupunktur? Daran erinnere ich mich sogar noch. Ich hoffe, dass es helfen wird. Ja. Da seid ihr ja wieder. Genau, und wir möchten jetzt doch lieber wieder gehen. Haha, getrollt. Was wollt ihr? Wir wollten... ob wir euch helfen können. Okay, wir besorgen euch ganz schnell ein bisschen Hustensaft.